Einzelheiten. Ja, willkommen. Ich. Sorry, ich bin ein bisschen zu spät heute. Chris, du hier? Felix, was ist nun hier? Ja, ich bin Leiter der Selbsthilfegruppe. Warum zu Ihnen? Ich habe doch ein Problem, die muss ich mal ansprechen. Dann setz dich einfach hin und fangen wir gleich an. Okay. Alles klar. Wir können davon ausgehen, dass jeder von euch das ein oder andere Problem hat. Sei es ein altes oder ein neues. Es ist nicht schlimm, drüber zu reden. Wer möchte heute beginnen? Alexander! Ja. Ich glaube, das Problem ist um einiges schwieriger, als ich dachte. Wie ist dein Name? Danhard! Setz dich lieber wieder hin. Sorry, ich war heute echt auf keine Sache. Mein Problem ist, nicht mehr zu helfen. Am besten, du stellst dich kurz vor und schilderst uns dein Problem. Okay, mein Name ist Konstantin und ich wurde im Jahre 1989, 1993 geboren und ich wohne in Thale. Dein Problem ist komplizierter als gedacht. Hast du einen Hintertick? Naja, ich weiß auch nicht. Mein Opa, der hat mir früher immer so viele Geschichten erzählt und Filme gezeigt. Und der hatte sogar eine eigene Uniform. Naja, und er ist vor kurzem gestorben und seitdem habe ich das wohl. Oh, das klingt nicht so gut, aber lass uns das mal weiterfahren. Ich werde dir auf jeden Fall helfen. Du, sag, was ist los? Ich spiele Killerspiele. Und wie heißt du? Ich spiele Killerspiele. Aber du musst doch irgendeinen Namen haben. Ja, ich bin Duke Nukem. Ja, also dann weiß ich so ungefähr, was dein Problem ist und möchte dir auch helfen. Fahren wir mit dem nächsten Wort. Ja, mein Name ist Basti und, ja, was, wie soll ich sagen? Ich bin sexsüchtig. Was? Du auch? Ja. Ich kenne dein Problem. Naja, dann würde ich ja fast schon meinen, dass eure Probleme gelöst sind. Wirklich? Ja. Meinst du? Komm, lass uns gehen. Ach ja, dein Problem kenne ich ja. Ich kümmere mich nachher drum. Chris? Ja. Naja, mein Problem müsstest du ja mittlerweile eigentlich kennen. Ja, das ist richtig. Du bist Single, hast Angst vor Katzen und bei dir läuft alles schief. So ist es. Ich habe da schon eine Idee. Vielleicht solltest du nach der Veranstaltung zu mir kommen und ich glaube, das könnte was werden, ja. Okay, machen wir so. Ja, und in dem nächsten. Dankeschön. Und meine Freundin, in den nächsten 45 Minuten wird euch ein Stein vom Herzen fallen. Lasst uns mit unserer Therapie beginnen. Nein! So, meine Freunde. Ja, gut, vor allen Dingen scheint die Therapie geholfen zu haben. Wir winken jetzt nachher. Und. Ich verabschiede mich von euch. Und du bist ein wunderbarer Mann. Ja, auf geht's. Also ich muss schon sagen, outfitmäßig ist es bei dir gar nicht mal so schlecht, aber weil es halt live nicht mit dir klappt, mit den Frauen. Bist du bei Facebook? Facebook? Du bist bescheuert oder was? Die ganze Vernetzungsscheiße, da erfährt jeder was über mein Privatleben. Ja, Quatsch. Pass auf. Wir gehen jetzt zu dir und in wenigen Minuten bist du bei Facebook. Dann machen wir das mal. Sehr gut. Da sind wir. Und du musst langsam mal Mutti ausziehen. Ich weiß. Aber kann ich mir nie leisten. Ja, was fehlt noch? Chris? Erstens kommt mir voll der Mock entgegen. Zweitens, wie sieht's hier aus? Tja, Single-Haushalt. Ich merke schon, dir muss man echt helfen. Gut, das läuft doch. Sag mal ran da. Auf geht's. Ui, auf geht's, würde ich meinen. Facebook. Oh, ist kein Profil. So, Facebook. Ja, auf geht's.
Wollen wir mal gucken. Wir müssen nicht registrieren, mein Digga. So, Name ist Chris. Jo, S-Punkt. E-Mail. Ja, gut, ja. Hobbys. Tanzen, Freunde treffen. Ne? Ja, Freunde treffen reichen. Das funktioniert immer, oder? Ja. Ja, Chris. Freunde treffen. Sag mal. Hast du heute ein Bild? Sag mal, lieber. Gut. Lächel. Alter, dann kann es losgehen. Alter, guck mal hier. Siehst du eins hübsch, oder? Ja, stimmt. Emo, das ist mein King geil. Harry Potter und Twilight. Da gehen wir ins Kino. Bist du Düden? Ja. Okay. Sag mal, was wollen wir denn eigentlich gucken? Twilight. Okay. Edward! Ich heiße Edward. Doch! Ich will deinen Zauberstab, Mr. Potter. Was willst du? Soll ich dich mal beißen? Nein. Boah, das war wohl nichts. Yep. Freak. Chris, Mutti, Alter, wie sieht das nicht heiß aus? Ein Schreiben, aber Hulapu. Aber oh, wird gemacht, Mann. Hey, na? Hey, na? Sahst du auf den Bildern ein bisschen anders aus, oder? Dann denkst du, ich stell meine eigenen Bilder rein. Ja, scheiße, ja? Ja. Und was machen wir jetzt? Was hast du eigentlich so für Hobbys? Freunde treffen, Party, Rauchen, Alkohol und mich um mein Kind kümmern. Wie dein Kind? Wie alt bist du eigentlich? 14. Fake, definitiv. Guck mal, die. Die ist nicht schlecht. Dann nimm mal die. Oh ja. Wie jetzt? Du bist jetzt aber nicht mein Date, oder? So? Wie ein Kerl. Du hattest bei Facebook ein Frauenbild drinne. Ja, aber es sollte doch nicht gleich jeder wissen, dass ich schwul bin. Schwul? Ey, wir haben tagelang geschrieben. Was soll denn der Scheiß, Alter? Ja, und du hast mich so geil gemacht beim Schreiben. Wie? Ich hab dich geil gemacht beim Schreiben. Alter, das ist ja zu viel. Jetzt reicht's. Komm, also. Warte, sag aber keinem, dass ich schwul bin. Nein. Kerl. Fail. Ich glaube, ich werde wohl nie die richtige finden. Ach, Chris, das wird schon. Glaub mir. Was das? Naja. Aber sag mal, was ist denn eigentlich mit dir und Marie los? Hm. Naja, du kennst doch meine Angelegenheiten mit den Frauen. Das ist eine ziemlich lange Geschichte. Wegen der ganzen Frau, oder was? Mhm. Oh ja, deswegen hat sie Schluss gemacht. Na gut, aber ist ja irgendwie auch ein bisschen verständlich, oder? Naja, aber irgendwie ist sie die Frau, die ich mich wirklich verliebt habe. Und warum kämpfst du nicht einfach um sie? Mensch, ich habe Angst, Mann. Irgendwie muss ich das erstmal die ganzen anderen Mädchen klären. Naja, dann servier doch einfach die ganzen anderen ab. Und ich hole sie dir zurück. Will ich machen. Danke, mein Freund. Ich will aber mit Marie reden. Nee. Hast du das gut bei mir? Lass mal ein bisschen über dich und Felix reden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da noch zu bereden ist. Ich versuche ja auch noch ein bisschen hier zu schlichten. Schlichten? Felix hat die ganze Scheiße gemacht. Ich meine, wir waren so glücklich und dann betrügt er mich mit so vielen Mädels. Ich weiß nicht, was das soll. Ja, aber zu mir hat er halt gesagt, dass du die Einzige bist, die er liebt. Und das soll ich glauben? Ja, ich weiß auch nicht, was für eine Sache denn da reingeraten ist, dass er so viele Mädels hier rummacht. Ich meine, ich finde es auch scheiße für ihn, klar. Ja, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich keinen Typen will, der nicht treu ist. Ich meine, ich liebe ihn ja auch. Ja, du sagst, du liebst ihn. Würdest du ihm noch eine Chance geben? Ich weiß nicht. Nach dem ganzen Mist, glaube ich nicht. Der will sich aber ändern. Er wollte das mit seinen ganzen Mädels klären. Und dann denkt er, er kann einfach wieder so ankommen und nach einem halben Jahr wieder 20 Mädels am Start haben? Ja, das glaube ich nicht.
Ich will einfach nur einen ehrlichen und treuen Freund. Ich meine, egal, ihr seid doch alle gleich, ihr wollt gleich Sex. Ihr schaut einfach nur aufs Äußere. Bei uns Frauen ist das ganz anders. Wir gucken wirklich aufs Innere, wir verlieben uns in den Menschen. Aber ihr seid total kalt. Wir wollen den Mann fürs Leben. Und der Rest kommt dann von ganz allein. Ja, das ist doch nicht bei allen so. Aber die meisten. Felix ist da keine Ausnahme. Ja, ich hoffe mal, dass Felix sich ändert. Und vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen klären. Es wäre echt schön, wenn er wieder ein Paar sein würde. Ja, mal sehen. Aber danke, dass du mich mal aushalten sollst. Immer. Okay, wenn irgendwas ist, dann ruf mich an. Schreib mich an. Ich bin jetzt auf Facebook. Okay. Ja. Also danke nochmal. Ja. Tschüss. Hallo Schatz. Oh, was ist denn hier los? Na, ich stehe jetzt auch auf Transen. Wie meinst du das jetzt? So wie ich es gesagt habe. Bist du fertig? Ja. Okay, dann können wir, also das Essen ist auch fertig. Wie? Ist das jetzt eine Sklavin oder wie ist das jetzt zu verstehen? Nee. Komm, wir gehen jetzt essen. Ja, dann los, oder wie jetzt? Aber bevor wir essen gehen, habe ich noch was für dich. Lilly? Ja. Wie jetzt? Na, sofern das mit dem Heirat noch steht. Oh, Schatz, naja klar. Oh, wie süß. Aber es fängt nichts ohne mich an. Aber Schatz, eigentlich, wieso eigentlich jetzt auf einmal? Naja, Chris hat mich überzeugt und ich bin jetzt oft zu dem Entschluss gekommen, dass wenn man seine wahre Liebe gefunden hat, soll man sie nicht mehr gehen lassen. Das hast du so schön gesagt. Also heute gibt es uns in die Schule eurer Koordination. Nee! Wir müssen reden. Was willst denn du jetzt? Ich will schauen. Nee, jetzt bitte. Kannst du schon mal Silvester erinnern? Da kommst du nicht so schnell wieder raus. Bitte nicht von den Leuten, dass das draußen klären. Okay. Entschuldige mich bitte einmal. Ich sage dir, so etwas hat es im Deutschen Reich nie gegeben. Ist ja wirklich der schöne Kaffeemensch. Ja, kein Problem. Okay, aber ich hol den neuen, auf jeden Fall. Nee, brauchst du nicht. Der hat eh nicht geschmeckt. Aber ich bestehe darauf. Ich meine, wenn, dann hole ich da einen, der besser schmeckt. Hast eine Idee, wo es einen besseren gibt? Okay, aber dann müssen wir ein paar Stationen fahren. Ich hab Zeit. Okay, na dann. Los. Machen wir das. Ja, der ist wirklich gut. Boah, ich hätte echt nicht gedacht, dass ich heute noch mal so eine Tour hinlege. Tja, ich auch nicht. Und dass ich so eine Hübsche wie dich kennenlerne, ist eigentlich der Wahnsinn. Oh, das kann ich eigentlich nur zurückgeben. Ist ja süß. Sag mal, wohnst du eigentlich hier? Ja, aber nicht mehr lange. Wieso? Ja, also ich arbeite an einer Spendenaktion für Kinder aus Tschernobyl. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich ein Jahr hingehen, um denen auch mal privat zu helfen. Ab. Ich schieße das hin. Aber eigentlich ist ja schade, dass du dann so schnell weg bist. Wieso schade? Wir kennen uns doch noch gar nicht. Naja, aber so hätten wir uns kennenlernen können. Naja, noch ist ja nicht sicher. Stimmt doch. Übrigens war das echt der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Bist ein ganz schöner Kenner, wa? Naja, geht so. Und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Naja, gibt es irgendwas Interessantes für dich zu berichten? Naja, interessant eher weniger. Ich meine, wir haben eine Katzenphobie. Ist auch außergewöhnlich für einen Typen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ich habe einen kleinen Job und ich bin Dauersingle. Na, das klingt doch ganz witzig, aber Dauersingle ist nicht so gut. Das stimmt wohl. Aber sag mal, was ist eigentlich mit dir? Naja, ich glaube, das klären wir lieber woanders, oder? Okay.